Willkommen, Herr Thorstenmann, im Interview. Eine Definition des Sozialismus von einem gläubigen Sozialisten könnte in etwa folgendermaßen lauten. Der Sozialismus ist eine Bewegung der unterdrückten Massen für die unterdrückten Massen. Es ist ein Geniestreich an Staatswissenschaft und das einzige System, das weltweit Frieden und Gerechtigkeit herbeiführen kann. Wie würde eine realistische Definition Ihrer Ansicht nach aussehen und wie könnte man solch eine Definition untermauern? Also wenn ich Ihre Definition mal aufgreife, dann stecken darin zwei verbreitete, aber grundsätzlich falsche Behauptungen. Nämlich erstens, dass der Sozialismus eine Bewegung der unterdrückten Massen sei und zweitens, dass der Sozialismus zu Frieden und Gerechtigkeit führen würde. Und beides ist falsch. Also fangen wir mit der ersten an. Der Sozialismus war ursprünglich keine Bewegung der Arbeiter, auch wenn der Marxismus die Arbeiter ja als die revolutionäre Klasse ausgeben möchte. Aber in der Geschichte hat es nie spontane Arbeiteraufstände gegeben, die das Ziel gehabt hätten, ein sozialistisches Gesellschaftssystem einzuführen. In der Realität setzt sich der Arbeiter lediglich für die Verbesserung seiner persönlichen Lebensumstände ein, also für höhere Löhne oder für bessere Arbeitsbedingungen oder für die 35-Stunden-Woche, so wie in den 80er Jahren. Aber es geht ihm nicht darum, ein utopisches Gesellschaftssystem zu errichten und schon gar nicht auf der Grundlage marxistischer Theorien, weil die kennt der Arbeiter im Üblichen gar nicht. Und deshalb strebt der Arbeiter schlichtweg nicht nach der Revolution. Das musste auch Joschka Fischer einsehen, nachdem es ihm in den 70er Jahren nicht gelungen ist, die Arbeiter bei Opel zur Revolution aufzustacheln. Und auch der russische Politikwissenschaftler Woslensky zum Beispiel schreibt in seinem Buch, dass ein leitender Funktionär der DKP sich ihm gegenüber bitter darüber beklagt hätte, dass die Arbeiter in der Bundesrepublik viel zu gut leben würden und dass sie daher gar nicht dran dächten, für die Machtergreifung der kommunistischen Partei zu kämpfen. Also das zeigt, dass die Kommunisten die Unzufriedenheit gerade bei den Arbeitern brauchen, damit sie ihre eigenen Ziele durchsetzen können. Und sie setzen sich deshalb nicht, die Kommunisten setzen sich nicht für eine Verbesserung der Arbeiter in unserem Gesellschaftssystem ein, sondern sie wollen die Abschaffung dieses Gesellschaftssystems und dafür brauchen sie Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Der Sozialismus ist also keine Bewegung des Proletariats oder der Arbeiter, sondern der Sozialismus ist, und das lässt sich auch historisch belegen, eine Bewegung, die ursprünglich von kleinen Gruppen von Berufsrevolutionären initiiert wurde, welche von ihren Hintermännern dafür bezahlt worden sind, dass sie die Unzufriedenheit in der Bevölkerung dazu missbrauchen, um eine vorrevolutionäre Stimmung zu entfachen. Früher war bekanntlich hauptsächlich die Arbeiterklasse das Zielobjekt für den Missbrauch. Inzwischen werden aber auch andere oder bevorzugt andere Bevölkerungsgruppen aufgehetzt, alle Gruppen, die sich in irgendeiner Weise benachteiligt fühlen und die sich daher instrumentalisieren lassen. Und dabei geht es den Berufsrevolutionären und auch ihren Hintermännern natürlich nicht darum, die Lebensbedingungen der jeweils sich benachteiligt fühlenden Bevölkerungsgruppe zu verbessern, sondern es geht allein darum, die bestehende bürgerliche oder konservative Gesellschaftsordnung zu destabilisieren. Es geht darum, eine vorrevolutionäre Situation zu erzeugen, um damit schließlich der Machtübernahme der Kommunisten den Weg zu bereiten. Der Sozialismus ist also keine Bewegung von unterdrückten Massen, sondern erst eine Bewegung von Berufsrevolutionären, die im Dienst ihrer Hintermänner die unzufriedenen Bevölkerungsgruppen aufhetzen, um die bestehende Gesellschaftsordnung zu beseitigen und um an ihrer Stelle eine Diktatur zu errichten, welche die Massen dann erst recht in die Unterdrückung führt. So, und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu dem Irrtum, der Sozialismus führe zu Frieden und Gerechtigkeit, weder noch. Der Sozialismus hat im 20. Jahrhundert zu mehr Blutvergießen geführt als jede andere Ideologie und dazu muss man gar nicht erst den Nationalsozialismus bemühen, sondern es reicht schon, wenn man die ganzen linken Spielarten des Sozialismus betrachtet, angefangen von der Oktoberrevolution in Russland, über die Kulturrevolution in China bis hin zu den ganzen sozialistischen Experimenten, die da in der Dritten Welt grundsätzlich gescheitert sind und die dort grundsätzlich zu Not und Elend geführt haben und die auch die wahre Ursache für das sprichwörtliche Elend der Dritten Welt sind. Das Elend der Dritten Welt geht nämlich nicht darauf zurück, dass die Dritte Welt vom Westen oder durch den Kapitalismus ausgebeutet wird, sondern die wahre Ursache für das Elend der Dritten Welt sind
Die Bürgerkriege sind die Revolutionen, die dort herrschen, und ist die sozialistische Misswirtschaft, die dort herrscht. Schauen Sie zum Beispiel nach Äthiopien oder nach Mosambik oder Angola oder Simbabwe, dann sehen Sie das Ergebnis davon. Der Sozialismus ist als Gesellschaftssystem schlichtweg untauglich und er führt grundsätzlich und immer zur Not und Elend der Bevölkerung und speziell der arbeitenden Bevölkerung. Im Sozialismus gibt es nur eine winzige kleine Gruppe, die wirklich profitiert, und das ist die Gruppe der Berufsrevolutionäre, die sich im Anschluss an jede Revolution als die neue Führungsklasse herausarbeitet, als die neue Nomenklatura, und die dann anschließend die absolute Macht im Staat innehat. Wenn Sie mich also nach einer realistischen Definition von Sozialismus fragen, dann sage ich Ihnen, der Sozialismus ist die fortschrittlichste und perfektioniertste Form der Sklaverei. Schauen Sie, die meisten Linken haben sich ja nie wirklich mit der marxistischen Theorie und Praxis beschäftigt. Und stattdessen glauben sie im Sozialismus ohne eigene Leistung und ohne Arbeit allein durch Umverteilung zu Wohlstand zu gelangen. Aber ein Blick ins kommunistische Manifest alleine müsste die Leute eigentlich zum Nachdenken anregen, denn da ist ausdrücklich vom gleichen Arbeitszwang für alle die Rede, außerdem von der Enteignung des Eigentums, von der Abschaffung des Erbrechts und von starker Besteuerung und so weiter. Also, der sozialistische Staat ist ein Staat, in dem das Individuum keinen Besitz mehr hat oder keinen nennenswerten Besitz mehr hat, sich auch keinen Besitz erarbeiten kann und zur Arbeit gezwungen wird. Im alten Rom nannte man so einen Zustand Sklaverei, heute heißt der Sozialismus. Und wenn Sie mich fragen, wie sich das untermauern lässt, dann sollte ein Blick in die realsozialistische Praxis reichen. Also die Berliner Mauer wurde ja zum Beispiel nicht gebaut, um die unterdrückten Arbeiter aus dem Westen daran zu hindern, ins Arbeiter- und Bauernparadies zu fliehen, sondern umgekehrt. Die Mauer wurde gebaut, damit die Leute nicht aus dem Sozialismus abhauen können und in den Westen fliehen können. Und in Nordkorea ist es bis heute dasselbe und auch in der Sowjetunion war es so. Sozialistische Staaten müssen sich immer einmauern, weil ihnen sonst die Leute davonlaufen. Also das sollte als Untermauerung reichen, um zu sehen, dass der Sozialismus, wenn man ihn erst erleidet, kein erstrebenswertes Gesellschaftssystem mehr ist. Wie können eigentlich intelligente Menschen einen zentralen Widerspruch des Sozialismus ignorieren oder dessen vermeintliche Auflösung in der Zukunft versprechen? Eine klassenlose Gesellschaft kann nicht existieren mit einer zentralistischen Planung und Planwirtschaft, welche ja wiederum eine Regierungsklasse, Verwalterklasse und Polizistenklasse benötigen. Und das ist eine gute Frage. Die sollten Sie vielleicht besser einem Sozialisten stellen. Fakt ist jedenfalls, dass die Klassengegensätze in der sozialen Marktwirtschaft oder im sogenannten rheinischen Kapitalismus, also in dem System, das wir nach dem Zweiten Weltkrieg hatten und das in 50er Jahren zu dem sprichwörtlichen Wirtschaftswunder geführt hat, dass die Klassengegensätze hier wesentlich geringer ausfallen als im Realsozialismus, wo es im Wesentlichen ja nur noch zwei Klassen gibt, nämlich zum einen die Nomenklatura, also die Oberschicht, die im absoluten Überfluss lebt, und ein Rest der Bevölkerung, der zur Zwangsarbeit verpflichtet ist, aber auf niedrigstem Niveau leben muss und nicht die Möglichkeit hat, den Zustand zu überwinden. Zu dem Ergebnis kommt man jedenfalls, wenn man sich die Sache nüchtern betrachtet. Aber Sie fragen mich ja, wieso die Linken den Widerspruch ignorieren. Vermutlich liegt es schlicht daran, dass der Sozialismus keine Frage des Verstandes oder der Intelligenz ist, sondern vielmehr eine Frage des Glaubens oder wenn man so will, sogar eine Frage der Religion. Inzwischen ist der Sozialismus meines Erachtens an die Stelle der Religion getreten und genauso dogmatisch, wie viele Leute sich früher von religiösen Vorstellungen leiten ließen, genauso dogmatisch lassen sich viele Leute heute von sozialistischen Vorstellungen leiten, ohne wirklich zu verstehen, worum es dabei in Wahrheit geht und vermutlich sogar ohne zu verstehen, dass ihre Vorstellungen sozialistisch sind. Ja, der Glaube an Gott und Himmel oder das Paradies ist mittlerweile durch den Glauben an eine diesseitige klassenlose Gesellschaft ersetzt worden oder eine sogenannte egalitäre Gesellschaft. Also insofern ist der Sozialismus eine Frage des Glaubens, aber mit Verstand oder mit Intelligenz hat der Sozialismus nicht viel zu tun. Die kommunistische Langzeitstrategie gilt zum Beispiel im Schwarzbuch des KGB als Verschwörungstheorie von sowjetischen Überläufern. Gleichzeitig werden alle möglichen kriminellen Geheimoperationen des Westens in einem Aufwasch als reine Sowjetpropaganda bezeichnet. Was verbirgt sich dahinter? Vielleicht sollte ich mal grundsätzlich kurz beschreiben,
was die kommunistische Langzeitstrategie überhaupt ist. Also es geht darum, dass in 60er Jahren zwei hochrangige kommunistische Überläufer in den Westen geflohen sind, die unabhängig voneinander berichtet haben, dass Moskau seit dem Ende der 50er Jahre eine Langzeitstrategie verfolgt, die das Ziel hat, eine kommunistische Weltregierung zu errichten, und das auf dem Gerüst der UNO. Einer davon war der KGB-Major Golizin, der andere war ein tschechoslowakischer General. Die kommunistische Langzeitstrategie war in vier Phasen unterteilt. Die erste Phase war von 1956 bis 60 und diente im Grunde nur der Vorbereitung, also die Details sind jetzt hier weniger interessant. Die zweite Phase reichte von 1960 bis Mitte der 80er Jahre und hatte als Hauptziel die innere Zersetzung der westlichen Staaten durch die Verbreitung marxistischer Propaganda und Desinformation und Subversion und so weiter. Die Phase 3 begann mit Gorbatschow und hatte das Hauptziel, den Kommunismus in Osteuropa scheinbar zusammenbrechen zu lassen, also inszeniert zusammenbrechen zu lassen. Wobei aber die Partei und das KGB weiterhin die Kontrolle über die Staaten im Ostblock behalten sollte. Gleichzeitig sollte in der Phase 3, also ab den 80er Jahren, ein weltweiter Turbokapitalismus initiiert werden, der sich auch auf Osteuropa und auf die ehemaligen Sowjetstaaten ausdehnen würde, und der schließlich zu einem Kollaps der Weltwirtschaft führen würde. Also den Prozess kennen wir inzwischen unter dem Namen Globalisierung, und wir sehen ja auch das Ergebnis inzwischen. Also wir haben eine weltweite Finanzkrise und das ist das Ergebnis davon. Und auf dem Höhepunkt jener neuen geplanten Weltwirtschaftskrise würde dann die Strategie in ihre vierte und letzte Phase übergehen, welche eine weltweite Rückkehr des Kommunismus vorsah. Das heißt also, man wollte auf den Trümmern des zusammengebrochenen globalen Turbokapitalismus eine kommunistische Weltregierung errichten. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das würde sonst verwirren. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann es ja auch nachlesen. Aber von den groben Überblick sollte es jetzt erstmal so reichen. So, also wie gesagt, die kommunistische Langzeitstrategie wurde den westlichen Geheimdiensten durch die Überläufer schon in den 60er Jahren bekannt. Und Anfang der 80er Jahre wurde sie auch in Buchform veröffentlicht. Also beide Überläufer, der Tscheche und Golizin, haben jeweils ein Buch geschrieben. Das eine ist 82 erschienen, das andere ist 84 erschienen. Golizins Buch ist 84 erschienen. Und darin nimmt er die Entwicklung in Osteuropa vorweg, welche ja erst ein Jahr später dann tatsächlich auch Realität wurde, als Gorbatschow an die Macht kam und mit seiner Perestroika anfing. Wenn jetzt also jemand behauptet, die kommunistische Langzeitstrategie sei bloß eine Verschwörungstheorie, dann lässt sich das sehr leicht widerlegen, und es lässt sich von jedem, der Interesse daran hat, widerlegen. Denn alle wesentlichen Entwicklungen, die seit Mitte der 80er Jahre im Ostblock abgelaufen sind, also einschließlich des Kollaps der Sowjetunion und des Verschwindens des Kommunismus, hat Golizin schon ein Jahr zuvor öffentlich angekündigt in seinem Buch. Und er betonte damals eben ausdrücklich, dass Moskau das Verschwinden des Kommunismus nur vortäuschen würde. Also das sei ein dialektischer Schritt zurück, um über den Umweg über den globalen Turbokapitalismus die Weltwirtschaft zu ruinieren und schließlich den Weltkommunismus aufbauen zu können. So, und heutzutage, also im Angesicht der sich täglich verschärfenden Finanzkrise, ist es meines Erachtens mehr denn je offensichtlich, dass Golizin recht gehabt hat. Wenn also angeblich ehemalige Kommunisten die sowjetische Langzeitstrategie heute als Verschwörungstheorie abtun, dann muss man meines Erachtens zumindest mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese sogenannten ehemaligen Kommunisten gar keine ehemaligen Kommunisten sind, sondern dass es immer noch Kommunisten sind, die natürlich kein Interesse daran haben können, dass ihre Ziele öffentlich bekannt werden. Wenn dann aber auch Antikommunisten oder solche, die man für Antikommunisten halten sollte, die sowjetische Langzeitstrategie noch immer als eine Verschwörungstheorie bezeichnen, dann wird die Sache doch reichlich mysteriös, wenn Sie mich fragen. Und interessant ist besonders, dass Golizins Warnungen in Kreisen der westlichen Politik und der westlichen Geheimdienste bis heute über Jahrzehnte hinweg systematisch ignoriert wurden. Also offensichtlich gilt eine Auseinandersetzung mit der sowjetischen Langzeitstrategie bei den westlichen Eliten als politisch nicht korrekt, und deshalb wird die bis heute noch immer existierende oder vielleicht sogar die mehr denn je existierende kommunistische Bedrohung schlichtweg ignoriert.
Überzeugte Marxisten bzw. Kommunisten pochen vermehrt darauf, dass investigativer, kritischer Journalismus prinzipiell links sei. Was steckt hinter diesem Monopolanspruch? Also das ist eine Folge der 68er Revolution und ein sicheres Zeichen dafür, dass der Marxismus längst die Deutungshoheit in unserer Gesellschaft übernommen hat. Die meisten Leute erkennen ja heute gar nicht mehr, in welchem Maß wir inzwischen von marxistischen Dogmen und Denkschablonen umgeben sind. Also wenn man die Leute danach fragt, in was für einer Gesellschaft wir heute leben, dann antworten die meisten irgendwie, unsere Gesellschaft sei kapitalistisch oder neokonservativ oder neoliberal oder so. Aber kaum einer ist mehr in der Lage, aus eigener Kraft den Einfluss des Marxismus zu erkennen. Und den Einfluss erkennt man auch erst dann in aller Deutlichkeit, wenn man die heutigen gesellschaftlichen Zustände mit denen der 50er Jahre vergleicht. Als unsere Gesellschaftsordnung nämlich wirklich noch bürgerlich und wirklich noch konservativ und marktwirtschaftlich und vor allem, als sie noch gesund war. Die Gesellschaftsordnung von damals existiert aber heute nicht mehr. Und was wir stattdessen haben, ist das Resultat von 50 Jahren marxistischer Zersetzung. Dazu muss man natürlich wissen, dass das Hauptziel der kommunistischen Langzeitstrategie in 60er Jahren die systematische Zersetzung der westlichen Gesellschaften von innen heraus war und die Zerstörung der eben damals noch vorherrschenden gesunden Gesellschaftsordnung. Und zu dem Zweck hat Moskau die 68er-Bewegung ins Leben gerufen, aus der sich dann später in 70er Jahren die Friedensbewegung, die Ökobewegung, der Feminismus und die Kirchenreformbewegung und so und also die ganzen neuen sozialen Bewegungen entwickelt haben. Und seit die 68er ihren Marsch durch die Institutionen vollendet haben und die Deutungshoheit in der Gesellschaft übernommen haben, seit damals gilt die kritische Theorie der Frankfurter Schule als die höchste Form von Meinungsbildung. Und im Wesentlichen ist die kritische Theorie ja nichts anderes als intellektuell getarnter Marxismus. Und deren Maxime ist bekanntlich, alles zu kritisieren. Das ist natürlich sehr bequem, weil funktionsfähige, also positive Gegenmodelle muss man da gar nicht mehr aufbauen. Es reicht seither nur noch die alles zersetzende, ätzende Kritik. Und eben die ätzende Kritik wird heute als kritischer Journalismus ausgegeben oder missverstanden. Und tatsächlich erfüllt der sogenannte kritische Journalismus seinen ursprünglichen Zweck ja gar nicht mehr. Also es geht nicht mehr darum, möglichst objektiv Informationen zu vermitteln, was ja Grund die Maxime des Journalismus sein sollte, sondern es geht vielmehr nur noch darum, in der Öffentlichkeit linke Denkweisen und eine sozialistische Erwartungshaltung zu verbreiten, was ja leider auch hervorragend gelingt, und zwar meistens ohne, dass das allgemein bemerkt wird. Also wenn man so will, dann könnte man den sogenannten kritischen linken Journalismus auch als gesellschaftsrelevanten Journalismus bezeichnen. Und gesellschaftsrelevant bedeutet in dem Zusammenhang, dass er dem sozialistischen Umbau der Gesellschaft dienlich ist, analog zur gesellschaftsrelevanten Wissenschaft zum Beispiel, bei der es ja auch nur darum geht, dass naturwissenschaftliche oder pseudonaturwissenschaftliche Theorien aufgestellt werden, welche dann dazu dienen, die Gesellschaft sozialistisch umzugestalten. Und das beste aktuelle Beispiel für so eine gesellschaftsrelevante Wissenschaft ist die Klimaforschung oder die sogenannte Klimaforschung, bei der es ja bekanntlich nicht darum geht, eine objektive Klimakatastrophe zu erforschen oder das Ozonloch oder das Waldsterben. Das gibt's ja bekanntlich nicht, sondern es geht ausschließlich darum, naturwissenschaftlich anmutende Theorien aufzubauen, mit denen man anschließend möglichst glaubwürdig die Öffentlichkeit verrückt machen kann und mit denen die Öffentlichkeit dazu gebracht werden kann, dass sie eine sozialistische Gesellschaftsform akzeptiert. Und laut einer aktuellen Mnet-Umfrage funktioniert es ja auch sehr gut, weil angeblich sind inzwischen 80% der Deutschen dazu bereit, sich mit einer marxistischen Staatsform anzufreunden, solange damit nur Arbeit, Sicherheit und Solidarität gewährleistet werden. Also man sieht, die jahrzehntelange sozialistische Umerziehung durch unsere Massenmedien zahlt sich inzwischen aus. Ein überaus wichtiger Meilenstein war der Berliner Mauerfall. Wie unterscheidet sich die Realität von der derzeit überall gebetsmühlenartig wiederholten offiziellen Version? Also in der offiziellen Version wurde behauptet, das deutsche Volk hätte den Mauerfall durch die Montagsdemos und den Slogan "Wir sind das Volk" selbst herbeigeführt und Gorbatschows Politbüro hätte die Grenzöffnung dann großmütig zugelassen. Aber die Wahrheit sieht natürlich ganz anders aus. Fakt ist, dass der KGB-Überläufer Golizin den Fall der Berliner Mauer schon ein Jahr vor Gorbatschow öffentlich angekündigt hat
Und er sagte, das sei Teil der sowjetischen Langzeitstrategie in Phase 3, welche in den 80er Jahren eine vorübergehende Phase der Liberalisierung übergehen würde, bevor man dann später wieder zum Kommunismus zurückkehren wird. Und das heißt, der Fall der Berliner Mauer war genau wie das scheinbare Auseinanderbrechen der Sowjetunion und das scheinbare Verschwinden des Kommunismus schon 2 Jahrzehnte im Voraus geplant. Weil man muss ja wissen, also Golizin ist ja schon 1961 übergelaufen und hat somit auch den Kenntnisstand von 1961. Und tatsächlich lässt sich jetzt heute noch nachweisen, dass bei der Wende in Osteuropa, welche die kommunistischen oder stalinistischen Regime zu Fall gebracht hat, dass dort überall das KGB federführend aktiv war. Also das gilt für die DDR genauso wie zum Beispiel für Rumänien oder für andere Staaten in Osteuropa. Und während dieser sogenannten Wende wurden letztlich die alten kommunistischen Marionettenregierungen Moskaus durch neue ersetzt. Aber auch die neuen Regierungen entstammten ja letztlich alle dem kommunistischen System. Also auch wenn sie nach der Wende dann nicht mehr kommunistisch auftraten in der Öffentlichkeit, bestanden sie doch aus Personen, die in dem alten kommunistischen System Karriere gemacht hatten und die sich dann über Nacht von Kommunisten zu Demokraten gewandelt haben. Es lässt sich heute zum Beispiel nachweisen, dass auch heute noch die politische Landschaft der Ukraine maßgeblich von KGB-Agenten und Kommunisten bestimmt wird. Und zwar egal, welchem politischen Lager sie angeblich angehören und völlig unabhängig davon, ob sie in der Öffentlichkeit pro-westlich oder pro-russisch auftreten. Es gibt dort also offensichtlich bis heute keine wirklich bürgerliche oder liberale Partei, die nennenswerten Einfluss hätte. Und bei uns gibt es sie leider auch nicht mehr, weil wenn wir uns das Parteienspektrum in Deutschland heute anschauen, also 20 Jahre nach der Wiedervereinigung, dann gibt es bei uns keine wirklich konservative oder bürgerliche oder noch nicht mal eine wirklich liberale Partei mehr. Sogar die FDP betreibt ja heute eine Politik, also erkennbar ist es vor allem an der Ökopolitik, die weit näher am Sozialismus ist als am Liberalismus oder die sich auch sehr weit entfernt hat von dem, wie sie früher mal war. Auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht gleich erkennen kann und auch wenn Westerwelle öffentlich immer das Gegenteil versichert. Von der CDU und der Merkel muss man ja gar nicht erst anfangen, weil keine andere Partei ist ja derzeit so erfolgreich damit, die Kindeserziehung zu verstaatlichen und einen Ökosozialismus durchzusetzen wie Merkels CDU. Aus den Reihen der CDU stammt ja sogar die Forderung nach einer allgemeinen Dienstpflicht für Männer und Frauen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was ganz Ähnliches findet man nämlich im Kommunistischen Manifest auch schon. Hier wird also keine konservative oder bürgerliche und schon gar keine christliche Politik mehr betrieben, wie man es von der Partei eigentlich erwarten müsste. Die gesamte deutsche Parteienlandschaft, einschließlich der CDU, ist in den letzten Jahren deutlich nach links gerückt. Und deshalb muss man meines Erachtens durchaus die Frage stellen, wer den Kalten Krieg eigentlich gewonnen hat. Hat wirklich der Westen den Kalten Krieg gewonnen oder hat nicht vielleicht auch der Osten den Kalten Krieg gewonnen, politisch gesehen? Gegenwärtig sieht es für mich ganz eindeutig danach aus, dass der Osten dabei ist, den Kalten Krieg zu gewinnen und nicht der Westen. Bestimmte esoterische, kollektivistische Glaubensgrundsätze, über die auch der sowjetische Überläufer Juri Bezmenov durch seine Arbeit für den KGB in Indien berichten konnte, führen automatisch zu einer passiven, schwärmerischen Ich-Bezogenheit sowie zu einer Befürwortung von Weltstaatsfantasien und der kommunistischen Prinzipien. Wie beurteilen Sie die Symbiose zwischen Kommunismus und einer solchen Esoterik? Also ich denke, man muss das historisch im richtigen Zusammenhang sehen. Die indischen Sektengurus, von denen Bezmenov spricht, kamen ja erst Ende der 60er Jahre in Mode. Also zu einer Zeit, als die christlichen Kirchen und vor allem die katholische Kirche schon voll im Niedergang waren. Was vor allem durch das Zweite Vatikanische Konzil verursacht wurde, an dem die Kommunisten und die Freimaurerei bekanntlich großen Anteil hatten. Nun muss man wissen, dass die Religion für die Kommunisten schon immer das größte Hindernis war, das der Errichtung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung im Weg stand. Und es ist belegt, dass die Kommunisten seit jeher großen Aufwand betrieben haben, um die Kirchen und die Religion zu zerstören. Oft ja auch gewaltsam, also zumindest dort, wo sie dazu in der Lage waren. Marx sprach bekanntlich von der Religion als dem Opium, das die Völker von der Revolution abhält und deswegen wollte man die Religion ja zerstören. Bezmenov sagte ausdrücklich,
dass die damals bei den 68ern in Mode gekommenen indischen Gurus ursprünglich kein Produkt des KGB waren, dass sie also spontan entstanden sind, dass aber natürlich das KGB die neue Mode sehr begrüßt hat und anschließend dabei half, sie noch zu verstärken, weil sie natürlich sehr gut dazu geeignet war, die damals noch christlich-konservative Gesellschaftsordnung in der westlichen Welt zu zersetzen. Der hauptsächliche Nutzen, den die Kommunisten also von solchen Sekten hatten, war die Zersetzung der bürgerlichen Gesellschaftsordnung durch die Verbreitung kollektivistischer oder feministischer oder auch pazifistischer Irrlehren. Denn wie Betzminow sagt, ist ein Volk, das geistig und moralisch irregeführt ist, nicht mehr in der Lage und auch gar nicht mehr willens, sich zu verteidigen. Heute braucht es solche Sekten aber gar nicht mehr. Die etablierten Kirchen sind heute schon so zersetzt und so degeneriert, dass sie selbst schon von Kommunisten freiwillig mit den Kommunisten kollaborieren. Zum Beispiel, wenn es um die Agenda 21 oder wenn es um den Ökosozialismus oder um die sogenannte soziale Gerechtigkeit geht. Das ist ja überhaupt der Kern der christlichen oder neochristlichen Botschaft. Es geht nur noch um die soziale Gerechtigkeit. Eine wirklich christliche Botschaft predigen die Kirchen doch heute nicht mehr. Also zumindest nichts, was dazu geeignet wäre, dem sozialistischen Umbau der Gesellschaft entgegenzuwirken, so wie das früher eben noch der Fall war. Stattdessen sind die Kirchen heute vorn dabei, stehen in vorderster Front und helfen mit, die Gesellschaft sozialistisch umzugestalten und helfen mit, die neue sozialistische Weltordnung und die Weltregierung zu errichten. Und das ist schlecht so. Wie glaubwürdig ist der grüne Ökokommunismus noch und warum folgen unsere Bildungssysteme, Establishment-Medien, Politiker und Konzerne so stark den Grundsätzen, die unsere Freiheit und unseren verbleibenden Wohlstand beenden würden? Also wenn Sie mich fragen, war der grüne Ökokommunismus oder Ökosozialismus noch nie glaubwürdig. Aber die breite Akzeptanz, die der Umwelt- und Klimaschutz in der Gesellschaft überall erfährt, wird wohl schlicht darauf zurückzuführen sein, dass der Zeitgeist zum einen von linken Alt-68ern geprägt wird, die in sozialistischen Ansätzen grundsätzlich mal eine gute Sache sehen, und zum anderen, dass die meisten Leute, vor allem die Arbeitnehmer, einfach noch nicht verstanden haben, was unter dem Deckmantel des Klimaschutzes eigentlich angerichtet wird. Zum Beispiel heißt es immer phrasenhaft, der Emissionsrechtehandel sei Marktwirtschaft pur, weil die Industrie ihre Emissionsrechte ja an einer Börse handeln könne, so ähnlich wie mit Aktien. Aber das ist natürlich Unsinn, beziehungsweise das ist eine vorsätzliche Irreführung. In Wahrheit ist der Emissionsrechtehandel ein Paradebeispiel für ökosozialistische Planwirtschaft. Denn hier wird von der Politik völlig willkürlich festgelegt, wie viel die private Industrie produzieren darf. Und wenn sich die Politik damit brüstet, den Kohlendioxidausstoß um so und so viel Prozent zurückzufahren, dann heißt das letztlich nichts anderes, als dass die Produktion der Privatwirtschaft um eben diesen Prozentsatz völlig willkürlich reduziert wird. Ja, das ist Planwirtschaft und nichts anderes. Bei einem internationalen Emissionsrechtehandel sollen ja zudem westliche Industriestaaten, die ihre von der UNO zugeteilten Emissionsquoten ausgeschöpft haben, zusätzliche Emissionsrechte aus der dritten Welt ankaufen können. Der Westen soll also aus der dritten Welt das Recht kaufen, selbst aus eigener Kraft produzieren zu dürfen, während die dritte Welt dafür bezahlt wird, nichts zu produzieren. Was ist es anderes als sozialistische Umverteilerei in ihrer reinsten Form? Wenn Sie mich fragen, warum der Klimaschutz eine so hohe Akzeptanz in der Gesellschaft erfährt, dann liegt es vor allem daran, dass die Leute noch nicht durchschaut haben oder vielleicht, dass sie auch einfach nicht informiert sind, was sich dahinter verbirgt. Beim sogenannten Klimaschutz geht es letztlich nur darum, den angeblichen Reichtum der westlichen Staaten zunächst mal zu beschneiden. Das nennt sich dann im offiziellen Vokabular Suffizienz, und den verbleibenden Rest dann noch international umzuverteilen. Die Zeche dafür zahlt natürlich immer der kleine Mann, also dessen Arbeitsplatz gefährdet ist und der immer höhere Energiepreise zahlen muss und der immer weiter in seiner Mobilität und in seiner Wohnsituation beschränkt und schikaniert wird. Und das völlig willkürlich. Aber ein Aspekt des gegenwärtigen Klimaschutzes ist in meinen Büchern vielleicht wahrscheinlich noch etwas zu kurz gekommen und ich habe es vielleicht noch nicht deutlich genug herausgearbeitet. Und es ist, dass der internationale Klimaschutz im Konzept der kommunistischen Langzeitstrategie den Versuch darstellt, den Weltkommunismus auf friedliche Weise zu errichten, und zwar als Alternative zur gewaltsamen Variante mittels Krieg und Weltrevolution, so wie es eben vom Stalinismus her bekannt ist. Als der Kommunismus im Ostblock offiziell zusammengebrochen ist und Gorbatschow sein Amt als Generalsekretär der KPDSU offiziell aufgegeben hatte, da dauert es ja nur wenige Monate bis zum Erdgipfel in Rio de Janeiro 1992.
an dem ja auch Gorbatschow maßgeblich beteiligt war. Das heißt, unmittelbar nach dem offiziellen Kollaps des Kommunismus im Ostblock setzte sogleich der bis heute aktuelle Rio-Prozess ein, der die Agenda 21, die Klimarahmenkonvention und die Erdcharta hervorgebracht hat. Man hat also quasi das stalinistische Modell des Kommunismus in einem Land, beziehungsweise im Ostblock, zusammenbrechen lassen und hat unmittelbar mit der grün getarnten permanenten Revolution im Weltmaßstab weitergemacht. Es gab keine große Unterbrechung, auch personell nicht. Der Rio-Prozess ist also nichts anderes als der Versuch, den Weltkommunismus und die Weltregierung auf friedlichem Weg zu errichten. Und es besteht meines Erachtens, gerade im Hinblick auf die sowjetische Langzeitstrategie, die Gefahr, dass bei einem Scheitern dieses friedlichen Versuchs, das heißt also, falls es nicht gelingt, die Weltregierung unter grünen Vorzeichen zu richten, dass man dann wieder zum Stalinismus und damit auch zur gewaltsamen Revolution zurückkehren wird. Und das heißt, dann droht der Weltoktober, also ein dritter Weltkrieg. Herr Thorsten Mann, ich danke vielmals für das Gespräch.